Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 22. Der Vampir erwartet euch schon. Ich lese euch gerne vor, wenn ihr die Seite aufgetrennt habt und bereit seid. Können wir beginnen? Okay. In Vampis Hirn jagten sich die Gedanken. Was war mit Beiser passiert? War er schwer verletzt? Wie konnte er ihm helfen? Er wusste ja noch nicht mal, wie er das andere Ende der Höhle erreichen konnte. Er spürte, wie sein Atem immer hektischer ging. Nein, er durfte sich nicht aufregen. Es war jetzt ganz besonders wichtig, dass er ruhig blieb. Noch einmal versuchte er es mit einem Zuruf. »Beißer, bitte sag doch was!« Doch er bekam keine Antwort. Beißer lag nach wie vor leblos unter den Schleimsteinen. Vampi spielte in Gedanken alle Möglichkeiten durch, die ihm blieben. Nummer 1. Er würde es Beißer gleich tun und darauf hoffen, in seine Nähe geschleudert zu werden, ohne sich zu verletzen. Dass ihm dies gelingen würde, war unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher war, dass er selbst ebenfalls bewusstlos liegen bleiben würde. Und dann, Vampi wagte es nicht weiterzudenken. Wer sollte sie noch retten? Es wusste ja keiner von ihrem Abenteuer. Vampi spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Es war schrecklich. Dass auch ihm noch etwas zustieß, durfte einfach nicht passieren. Für einen kurzen Moment dachte er wieder an Mama. Wie gerne würde er jetzt bei ihr in der Gruft sitzen und seine Sachen aufräumen. Dann verbot er sich den Gedanken. Es gab jetzt nur eines, was helfen konnte. Dass er selbst bei klarem Verstand blieb und nicht in Panik verfiel. Dennoch meldete sich Gedanke Nummer 2 bei ihm. Er würde den Rückweg antreten, um Hilfe zu holen und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Das hieße aber, dass er Beißer im Stich lassen würde. Nicht auszudenken, sollte der gerade dann aus seiner Bewusstlosigkeit erwachen, wenn keiner in seiner Nähe war. Vampi erinnerte sich noch gut an den Erste-Hilfe-für-Vampire-Kurs, den er auf Drängen von Mama besucht hatte. »Lass niemals einen Bewusstlosen alleine«, hatte man ihnen immer wieder eingeschärft. Schnütchen war auch in dem Kurs gewesen. Ach, Schnütchen. Vampi zwang sich zu Gedanke Nummer 3. Wenn er Beißer helfen wollte, musste er unversehrt zu ihm gelangen. Aber wie? Er hatte doch versucht, sich in der Höhle vorwärts zu bewegen und war kläglich gescheitert. Plötzlich fiel ihm etwas ein.